Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Auftaktveranstaltung und dem Tag der Weiterbildung des Landes Oberösterreich, der Auftaktveranstaltung Demokratie erleben. Wir stimmen uns ein und ich darf ganz herzlich begrüßen den Demokratischen Chor Braunau unter der Leitung von Frau Heitzinger. Herzlich willkommen und darf Sie auf die Bühne bitten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie jetzt in meiner Funktion als Hausherr des Wissensturms begrüßen. Wir freuen uns natürlich, dass diese Startveranstaltung Demokratie erleben hier in unserem Haus stattfindet. Ich möchte, bevor ich Dank an die Kooperationspartner ausspreche, einige Persönlichkeiten noch begrüßen. Zwei Persönlichkeiten muss ich allerdings gleich vorab entschuldigen, nämlich die Landesrätin Frau Magistra Doris Hummer, die ist uns ausgerichtet worden, etwas später kommen, und die Frau Stadträtin, Bildungsstadträtin Magistra Eva Schobesberger ist leider kurzfristig verhindert. Insbesondere darf ich aber unsere Vortragenden begrüßen und die den Nachmittag hier jetzt bestreiten. Die Frau Magistra Iris Ratzenböck von der VHS Oberösterreich. Da darf ich, glaube ich, einen Dank Ihnen und den Herrn Magister Harald Wildfellner von der VHS Linz aussprechen für die Organisation dieser Veranstaltung. Also herzlich willkommen. Willkommen auch
Herr Universitätsprofessor Dr. Anton Pellinger. Schön, dass Sie in Linz sind. Und die dritte Vortragende des heutigen Nachmittags darf ich auch herzlich willkommen heißen, Frau Universitätsprofessorin Dr. Sieglinde Rosenberger. Wir haben heute einen ganz prominenten Moderator, den Herrn Magister Harald Wolfslehner, Vorsitzender des Erwachsenenbildungsforums Oberösterreich. Dankeschön. Ja, und Dank natürlich auch an den demokratischen Chor Braunau. Sie haben jetzt das erste Lied gehört, es werden aber noch weitere folgen. Sie umrahmen diesen Nachmittag und dafür möchte ich mich ganz und besonders bedanken. Die VHS Linz veranstaltet dieses Symposium gemeinsam in Kooperation mit dem Erwachsenenbildungsforum Oberösterreich und dankt nicht nur an das Erwachsenenbildungsforum, sondern insbesondere auch ein Dank an das Referat für Erwachsenenbildung beim Land Oberösterreich, die diese Veranstaltung unterstützen. Das ist sozusagen unser Hauptsponsor, so wie ich es verstanden habe. Ja, soweit zur Begrüßung und zum Dank. Ich möchte vielleicht jetzt kurz die Intention hinter dieser Reihe, ohne zu viel vorwegzunehmen, Demokratie erleben, erläutern und dann insbesondere vielleicht kurz auf die Fragestellung eingehen, was ist überhaupt, wenn man sich mit Demokratie beschäftigt, was sind so die aktuellen Fragestellungen und dann vielleicht auch ein bisschen auf die Funktion einer Erwachsenenbildungseinrichtung wie der VHS Linz eingehen. Die Intention hinter dieser Veranstaltungsreihe, die ja nicht, also heute ist der Start, aber es soll ja ein Schwerpunkt in den Kursjahren 2014 bis 2016 gesetzt werden, ist sicherlich Befähigung zur Demokratie, also das sozusagen nicht als selbstverständlich und angeboren voraussetzen, dass Menschen zu Demokratie und zu demokratischer Teilhabe fähig sind, sondern dass das sozusagen auch ein Erlernen ist, eine Erziehungsaufgabe, eine Bildungsaufgabe. Das ist, glaube ich, die Grundintention, aber dazu werden wir sicher nachher noch etwas detailliertere Ausführungen hören. Um was es geht, ist ja letztlich, wenn man so etwas aufsetzt, das ist ähnlich vergleichbar mit den Leseförderaktionen, die seit 10 Jahren so immer wieder kursieren. Wenn man sich mit einem Thema so intensiv beschäftigt, ist das ja meistens auch ein Indiz dafür, dass etwas in der Krise ist. Und man spricht ja auch von der Krise der Demokratie. Und die Antwort sozusagen der oberösterreichischen Erwachsenenbildung ist eben dieser Demokratie-Erleben-Schwerpunkt. Und wenn man jetzt einmal dieses Postulat, die Demokratie ist in der Krise, ernst nimmt, dann ist man schnell bei Schlagwörtern wie Demokratie oder Politikverdrossenheit, bei Meinungsumfragen Demokratie, bei Demokratie als Spektakel, etc. Also Begriffe, die uns allen bekannt sind und mit denen wir schon eigentlich einige Jahre leben und die uns auch immer wieder medial begleiten und uns natürlich auch verunsichern in unserem politischen Tun generell. Man könnte dieses Phänomen der Demokratieverdrossenheit auch unter dem Begriff Postdemokratie zusammenfassen und diesen Begriff hat ja bekanntlicherweise der britische Wissenschaftler Colin Crouch definiert und hier geht es eben genau um diese scheinbaren Auflösungs- oder Hintergehungsstrategien eines wahren demokratischen Agierens und dieses richtige demokratische Agieren, das sozusagen diesem Krisenphänomen der Demokratie gegenübergestellt wird, das wäre eben ein Agieren auf Basis eines autonomen, vernünftig agierenden bürgerlichen Subjekt. Und genau hier setzt sozusagen diese Projektreihe, die ja mit Workshops etc.
Vorträgen die nächsten Jahre vom Bund ist an, dass man Demokratie als hohes Gut betrachtet. Dass Menschen sozusagen wirklich in ihrem politischen Willensbildung ernst nimmt und nicht umgeht, hintergeht oder mit Meinungsumfragen sozusagen ruhig stellt. Ich wünsche mir, dass das gelingt, die Übung, und bin auch optimistisch. Ich glaube auch, dass man von der Krise der Demokratie nicht in allen Bereichen reden kann. Es ist jetzt auch voriges Jahr ein sehr interessantes Buch erschienen vom Ingolfur Blüdorn, das ist ein Politikwissenschaftler auf der Universität in Baas, der von der simulativen Demokratie gesprochen hat und sozusagen das als, also das, was der Colin Crouch erläutert hat, die Postdemokratie als neoliberale Agenda, erweitert er die postdemokratischen Erscheinungsformen sind sozusagen eine Weiterentwicklung, wenn auch nicht unbedingt eine gewünschte einer gesamten Gesellschaft. Also er nimmt sozusagen das als gesamtgesellschaftliches Phänomen wahr, und ich glaube, dass man auch in diese Richtung diskutieren sollte, wie weit sind wir selbst, jeder Einzelne, beteiligt an diesem Krisenphänomen und treiben das vielleicht auch noch voran. Ja, was ist die Aufgabe einer Volkshochschule, am Beispiel der Volkshochschule Linz, in dieser demokratiepolitischen Bildungsagenda? Ich glaube, dass es nach wie vor gilt, dass Bildung, mehr Bildung und Wege zur Bildung auch zu mehr Demokratiefähigkeit führen. Und da haben die Erwachsenenbildungseinrichtungen eine große Aufgabe, Teilhabe und Partizipation auch sozusagen zu erlernen, Wissen weiterzugeben, aber auch zu befähigen. Die Geschichte der VHS Linz ist ja ganz eng mit dieser Aufgabenstellung Demokratie, Befähigung zur Demokratie verbunden. Der Gründungsauftrag 1947, die Neugründung der VHS nach dem nationalsozialistischen Regime, war ja ein dezidiert demokratischer Auftrag. Nämlich den Aufbau einer offenen demokratischen Gesellschaft eben zu unterstützen. Und Bürgermeister Koreff ist es ganz klar um die Überwindung der nationalsozialistischen Indoktrinierung gegangen. Bei dieser Gründung um Demokratie lehren, das waren die Begriffe damals, und um die Überwindung des Hitlerismus, wie das damals noch geheißen hat. Und das hat die Stadt, Bürgermeister Koreff, als kommunale Aufgabe definiert, und darum ist ja auch die VHS eine bis heute kommunale, in Linz bis heute eine kommunale Einrichtung geblieben. Der erste Linzer VHS-Direktor, Herbert Gau, hat die Erwachsenenbildung so ausgerichtet gesehen, dass er gesagt hat, sie ist gegen, auch hier wieder dieser Gründungsauftrag, sie ist gegen den Hass und die Selbstüberheblichkeit des Nationalsozialismus gerichtet und gegen, das ist jetzt ganz wichtig, die geistige Uniformierung, das heißt letztlich gegen totalitäres Gedankengut gerichtet. 1954 ist dann die AK, also die Arbeiterkammer AK Oberösterreich, als Partner, sozusagen als zweiter Träger eingestiegen. Das neue Haus, also das Haus, das die AK damals zur Verfügung gestellt hatte, wurde deswegen ein wenig mit einer internationalen Tagung eröffnet. Das dockt direkt, also 54, 2014, hätten wir schon ein Jubiläum sozusagen an heute an, nämlich mit einer internationalen Tagung zu Demokratie und Erwachsenenbildung. Da sind wir eigentlich ganz in der Gegenwart. Und das ist eigentlich der Auftrag der VHS Linz und der Erwachsenenbildung generell bis heute geblieben, zu einem großen, also wesentlichen Teil. Demokratieerziehung und politische Bildung, insbesondere auch die Auseinandersetzung mit der Zeitgeschichte, also Nationalsozialismus, Ständestaat und alles, was davor und danach war, ist ein roter Faden sozusagen, der sich durch die 70-jährige Jahresprogrammgeschichte der VHS Linz zieht. Und wenn man jetzt in die Gegenwart kommt, dann
muss man auch feststellen, dass nach wie vor ganz wichtige politische und soziale Bewegungen hier in der VHS verankert sind, mitgetragen werden oder teilweise sogar initiiert werden. Ich denke da an die Friedensbewegung, an die emanzipatorisch-feministische Frauenbewegung, an die Mediendemokratisierung mit den freien Radios. Das Konzept beispielsweise für das oberösterreichische freie Radio wurde hier, ist hier in der VHS entstanden. Es gibt auch eine Medienwerkstatt hier im Haus, Sie wissen das alles. Auch andere Themen sind wichtig im Sinne einer Demokratisierung, immer wichtig im Haus, wie die ganze ökologische Bewegung und deren Ideen. Globalisierungskritische Bewegungen haben hier einen Platz, bekommen hier ein Forum, werden thematisiert. Ganz entscheidend auch die entwicklungspolitischen Fragestellungen. Der Nord-Süd-Dialog hat auch hier in diesem Haus einen Platz und natürlich vor allem auch die kritische Auseinandersetzung mit den Ökonomisierungsbestrebungen, die in alle Bereiche gehen. Ja, ich darf mich nochmals bedanken, dass diese Veranstaltung hier bei uns im Haus stattfinden kann. Die Volkshochschule Linz ist ja selbstbewusst und stolz, dass sie eine der größten Volkshochschulen Österreichs ist. Wir sind immer schon am Thema dran gewesen und wir werden dran bleiben. Und ich hoffe, dass wir in drei Jahren sagen können, wir haben etwas erreicht mit dieser Initiative. Ich wünsche dem Symposium heute den besten Verlauf und freue mich schon auf spannende Vorträge. Dankeschön. Ja, danke, Herr Dr. Stieber, für die Einladung. Wir sind ja gerne Gast in Ihrem Haus und für diese sehr umfassenden, auch demokratiepolitischen Aspekte und die Vorstellung der VHS Linz in ihren Aufgabengebieten. Demokratie wird uns nicht nur 2 Stunden beschäftigen, wie Sie schon gesagt haben, wird uns Demokratie in den Erwachsenenbildungseinrichtungen inklusive der ganzen Bibliotheken 2 Jahre beschäftigen. Und was wir da vorhaben, hat eine Dame, die ist auch begrüßt, in der Begrüßung vorgekommen, Magister Iris Ratzenbeck-Höllerl, mit einer Gruppe von Mitarbeiterinnen der verschiedensten Einrichtungen unserer Erwachsenenbildungsinstitutionen erarbeitet. Und was da jetzt auf uns zukommt in den nächsten 2 Jahren, darf ich dich bitten, uns zu berichten. Iris, bitte. So, ich muss ein bisschen herunterbiegen, so groß bin ich nicht. Ja, das Erwachsenenbildungsforum Oberösterreich hat seit 2 Jahren jetzt, glaube ich, immer wieder Themenschwerpunkte. Der erste Themenschwerpunkt war 2013, Humanität entwickeln. Und es ist vor 2 Jahren eigentlich dann beschlossen worden, das neue Thema Demokratie erleben als Schwerpunktthema zu setzen. Wir haben das in einer Arbeitsgruppe, haben wir versucht, einen inhaltlichen Rahmen zu schaffen für diesen Schwerpunkt. Ich möchte mich nur mal bei allen Arbeitsgruppenmitgliedern bedanken, die da beteiligt waren. Das war die Manuela Hotz vom Verband Österreichischer Gewerkschafter, der Günther Lengauer vom Bildungshaus St. Magdalena. Ich war dabei, der Herr Sepp Wallstrasser, ebenfalls vom VÖGB, der Harald Wildfellner, hier vom Haus, und die Silvia Zellinger vom Katholischen Bildungswerk, die ihr heute begrüßen darf. Es hat uns auch inhaltlich noch unterstützt die Frau Professor Carola Iller von der Universität Linz. Ja, und was da in dieser Arbeitsgruppe erarbeitet worden ist, das möchte ich jetzt in Kürze präsentieren. Wir haben versucht, einen inhaltlichen Rahmen zu schaffen und haben gesagt, was ist eigentlich das Thema? Wir wissen vom Oscar Necht, dass Demokratie jetzt nicht etwas ist, was wir alle in uns haben, sondern dass das Demokratie die einzige Staatsform ist, die auch immer wieder erlernt werden muss. Und uns war wichtig, dass folgende Themen dann drinnen sind: die Anerkennung und Verteidigung der Menschenrechte und Grundfreiheiten,
Wir möchten ein Bewusstsein schaffen für die soziale Demokratie, das auch beinhaltet die Ablehnung von Extremismus, Totalitarismus und Diskriminierung. Wir möchten Angebote schaffen, die die Kompetenzen und Verantwortlichkeiten der Staatsbürger stärken, also sie in der aktiven Partizipation zu stärken und eben in Zeiten der Globalisierung und nachhaltigen Entwicklung die Menschen dazu bringen, eine kritische Haltung einzunehmen. Das grundsätzliche Ziel von diesem Themenschwerpunkt ist es, Menschen zu motivieren, sich an der Gestaltung der Gesellschaft zu beteiligen und somit zur Verwirklichung guten und glücklichen Lebens beizutragen. Die Inhalte knüpfen an täglichen, alltäglichen Interessen und sollen den Bürgerinnen einen direkten Nutzen bringen. Das heißt, wir haben auch versucht, fernab von der typischen Staatsbürgerschaftskunde, die wir vielleicht noch von der Schule kennen, Angebote zu schaffen, die wirklich auch mit unserem alltäglichen Leben in Verbindung zu bringen sind. Und haben auch versucht, andere Veranstaltungsformate als Vorträge etc. sind natürlich auch dabei, aber Angebote zu schaffen, die Erlebnischarakter haben und wo diese Beteiligungsprozesse im Mittelpunkt stehen. Zielgruppe sind alle Bürgerinnen, also nicht nur diejenigen, die an Politik interessiert sind, sondern vielleicht auch die, die eben demotiviert sind, für dieses Thema wieder zu sensibilisieren. Die politischen Angebote, die wir sowieso in der Erwachsenenbildung haben, sind jetzt nicht unbedingt die Angebote, die uns die Häuser füllen. Deswegen werden wir da auch Multiplikatoren brauchen für diese Angebote und diese in Gemeinden, Schulen, Vereinen, Institutionen und Betrieben versuchen, den Bürgerinnen näher zu bringen. Kosten ist natürlich auch ein Thema bei politischer Bildung. Wir versuchen, diese Angebote natürlich sehr kostengünstig den Bürgerinnen anzubieten und sind froh, dass die Landesrätin Doris Hummer dieses Thema auch so für wichtig erachtet und uns dem EB-Forum Oberösterreich ermöglicht, günstige Angebote zu schaffen. Der Themenschwerpunkt Humanität entwickeln ist eigentlich nur für ein Jahr vorgesehen gewesen. Wir haben gesagt, Demokratie erleben möchten wir gerne auf 2 Jahre ausdehnen, da wir glauben, dass das einfach ein Thema ist, das sehr wichtig ist und erst im ersten Jahr möglicherweise ein Bewusstsein auch dafür entsteht und das Interesse geweckt wird. Und es ist sehr schade, wenn dann plötzlich wieder, wann das Interesse da ist, der Schwerpunkt vorbei ist. Wir probieren deshalb einen längeren Zeitraum, haben einen längeren Zeitraum gewählt für dieses Projekt. Ja, wir haben einige Angebote, 70 Angebote konkret geschaffen für dieses Projekt und haben das in einer Broschüre gesammelt. Die Broschüre liegt draußen auch aus. Im Wesentlichen ist ein bestimmtes Veranstaltungsformat dann gewählt worden, und zwar die Demokratie-Workshops. Die Demokratie-Workshops sind von der Idee her eigentlich noch von unserer leider zu früh verstorbenen Nationalratspräsidentin Barbara Brammer angeregt worden. Die Barbara Brammer hat ja in Wien schon diese Kinderdemokratiewerkstatt seit einigen Jahren erfolgreich durchgeführt. Und die Frau Barbara Brammer war ja auch vom Verband der österreichischen Volkshochschulen die Vorsitzende und hat es auch angeregt, dass man für Erwachsene hier ein Angebot schaffen soll. Wir haben auch Unterlagen zur Verfügung gestellt bekommen von ihr und die sind auch eingeflossen in diese Demokratie-Workshops. Wir haben uns aber dann auch noch Unterstützung geholt von der Kepler-Universität Linz, von der Abteilung Erwachsenenbildung, und zwar von der Frau Professor Iller und ihren Studierenden, die am Masterlehrgang studieren, politische Bildung studieren. Die haben uns inhaltlich hier Angebote
konzipiert und es wurde auch ein Trainer-Workshop angeboten, wo sich die Trainerinnen für dieses Thema auch sensibilisieren lassen haben können und auch Instrumente zur Verfügung gestellt bekommen. Die tatsächliche Ausgestaltung von diesen Workshops ist aber dann von den Vertreterinnen und Trainerinnen der Erwachsenenbildungseinrichtungen durchgeführt worden. Wir haben eigentlich drei spezielle Zielgruppen gewählt für diese Demokratie-Workshops. Einerseits Demokratie erleben in der Familie, sozusagen in der kleinsten Organisationsform, weil wir auch denken, dass Demokratie schon bei der Kindererziehung beginnen sollte und haben das Thema da in mehreren Workshops jetzt versucht einzubringen. Dann haben wir noch das Thema Demokratie erleben in Schulen, Vereinen, Institutionen und dann noch das Thema Demokratie erleben in Betrieben, also für Arbeitnehmerinnen und generell zu dem Thema Arbeit. Ich habe auf der Seite schon ein bisschen Überschriften zusammenkopiert aus der Broschüre. Die Themen und Workshops sind eigentlich dann sehr unterschiedlich ausgefallen. Es sind auch die unterschiedlichsten Formate von Geocaching, wo Demokratiebildung stattfinden wird, das Demokratietaxi, Familienkonferenzen. Also man sieht ja, dass das Thema eigentlich auch wirklich sehr versucht wird, sehr niederschwellig anzubieten und nicht nur für höher gebildete Menschen, sondern auch wir versuchen wirklich die Bürgerinnen und Bürger zu erreichen. Die Demokratie-Workshops sind ein kostenloses Angebot und können auch, also sie sind terminisiert, aber sie können auch auf Anfrage von Gemeinden, Schulen sozusagen gebucht werden. Zusätzlich zu diesen Demokratie-Workshops wird es dann noch eine ganze Reihe von demokratiespezifischen Bildungsangeboten geben, wie Vorträge, Lesungen, Filmabende, Diskussionen, Parlamentsfahrten sind auch dabei, Spaziergänge, thematische. Es wird eine Reihe von kreativen Kursen auch geben, wo ebenfalls politische Bildung Thema ist und wo diskutiert wird. Ich glaube, dass die Broschüre ein sehr buntes Programm geworden ist und möchte mich nochmal sehr herzlich bei allen Mitwirkenden bedanken, dass sie, alleine hätte man das sowieso nicht schaffen können und ich finde, dass das wirklich eine tolle Leistung ist, was da für Angebote geschaffen worden sind. Ja, jetzt kann ich allen nur viel Erfolg wünschen, dass die Bildungsangebote auch angenommen werden.